Manchmal jagen wir Dingen nach und setzen unsere Energie ein für etwas, was vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht dran ist. Wenn alles immer so geradlinig wäre, hätten wir es sicherlich um Längen leichter. So wie die Natur ihren eigenen Rhythmus hat und sich fortbewegt, so kommt auch zu dir stets alles, wenn der richtige Zeitpunkt ist zum Erblühen. Und glaube mir, du wirst es erkennen, je mehr du kopfgesteuertes Denken loslässt und die Welt und das Leben mehr mit dem Gefühl wahrnimmst. Ja, hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen heißt es heute hier wieder auf meinem YouTube-Kanal, die Elfenflüsterin. Schön, dass du wieder dabei bist, diesmal zur Neumondqualität im Steinbock. Ja, ich bin Manuela Ariana, die Bäume sprechen mit mir und die Elfen flüstern zu mir. Und ich habe für dich zum neuen Jahr sozusagen wieder hilfreiche Botschaften aus dem Naturreich für dich empfangen, die dir ein Geleit sein mögen, eine Unterstützung auf deinem Weg. Ja, wir starten das neue Jahr mit der erdigen Qualität des Steinbocks. Dies bringt dir in gewisser Weise eine gewisse Struktur ins Leben, Bodenständigkeit und Stabilität. Im Hinblick auf das Sonnenjahr, was wir ja in diesem Jahr haben, wirst du aufgrund dieser Neumondqualität im erdigen, bodenständigen Steinbock deine Ziele, deine Projekte auf Erfolgskurs bringen können. Alles kann in feste Bahnen gebracht werden und die Ausdauer, die dir dieser bodenständige Qualität mitbringt, die hast du jetzt auch auf deiner Seite und somit sind die besten Voraussetzungen für dich in diesem Jahr gegeben, dass du jetzt durchstarten kannst und das, was deine Ziele sind, was du in die Umsetzung bringen möchtest, ja, in Wirklichkeit werden lassen kannst. Doch welche Qualität braucht es dazu vielleicht noch für dich? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ja, und dieses Buch, was ich euch hier einblende, Elfen sprechen zu dir, ja, da findest du zum Beispiel auch 36 Botschaften, die ich für dich von den Naturwesen empfangen habe. Manchmal braucht es vielleicht auf eine Frage eine kurze Antwort. Und da wirst du hilfreiche Impulse für dich finden auf deine Antworten und gleichzeitig kleine Kurzgeschichten von meiner Elfe Isis, die dich mitnimmt auf ihre Abenteuer in ihren Elfenwald und der Leser fühlt sich regelrecht mitgenommen, als wenn er das, was er liest, gerade miterlebt. Ja, vielleicht findet ja dieses Buch seinen Weg zu dir, darüber würde ich mich sehr freuen. Und schenk mir gerne einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, damit du meine Videos auch zukünftig nicht verpasst. Ja, und so wünsche ich euch jetzt einen wundervollen 4-Wochen-Zyklus. Möget ihr Klarheit finden, Inspiration und ja, die richtigen Eingebungen für den Start in dieses 2024. Wähle du nun intuitiv eine von den Karten aus, die du vor dir siehst. Ja, und allgemein nochmal zum 2024, dem Sonnenjahr. Es verspricht positive Energie und Glück. Vieles wird nun leichter werden und wir haben gute Chancen, um uns selbst weiterzuentwickeln und zu entfalten, sagen die Elfen. Das Sonnenjahr schenkt dir Licht und Liebe. Die Sonne allgemein steht für das Selbstbewusstsein, die Vitalität und die Art und Weise, wie du dich in der Welt auszudrücken vermagst.
So heißt es in erster Linie, aufzuräumen und in die Selbstverwirklichung zu schwingen, sagen die Elfen. Nichts wird mehr Halt haben, was nicht wahrhaftig zu dir gehört. Vieles rückt in den Hintergrund und so dürfen wir an uns selbst denken, was bringt uns vorwärts, was hilft uns, uns weiterzuentwickeln. Ja, viele neue Chancen und Gelegenheiten werden dich begleiten. Seid also bereit für das Abenteuer 2024 und deinen kreativen Ausdruck. Lasst neue Ideen zu, ihr Lieben, und ja, öffnet euch auch für alternative Wege. Herzensgrüße aus dem Elfenreich. Und nun, ja, die Auflösung zu der von dir ausgewählten Karte. So, wer die Karte hier links ausgewählt hat, für dich geht es in diesem Neumondzyklus bzw. in diesem Jahr um Intuition. Ja, schöpfe und entfalte dich aus deinen Wurzeln und vertraue dabei deiner Intuition. Hier eine Karte aus dem Buch Elfen sprechen zu dir. Dein Leben kommt in Fluss, also hier kommt sehr viel Leichtigkeit und Bewegung, gutes Gelingen. Und ja, welche Pflanze dich begleitet, das ist der Thymian. Und der steht auch nochmal für die Energie des Mutes. Und zwar Energie und Mut ist ja für dich 2024 relevant. Stets habe ich die Macht, meine Zweifel durch Mut und Tatkraft zu ersetzen. Ja, und nun empfange du noch deine Botschaft von den Naturwesen. Vieles, was dir vielleicht im Moment noch starr und krampfig erscheinen mag, kommt im nächsten Zyklus wieder in die Auflösung. Lass dich nicht von negativen Gedankengängen beeinflussen, lassen dich die Elfen wissen. Ja, wer die Karte hier in der Mitte ausgewählt hat, deine Energie in diesem Neumondzyklus, das Glück steht dir zur Seite, sozusagen. Erkenne die Wunder in deinem Leben und ja, es ist stets alles für dich bereit und angerichtet. Und ja, die Sonne geht für dich auf, sozusagen. Und für dich geht es sehr um Selbstverwirklichung in diesem Jahr. So, dann habe ich hier Seelenblick. Das heißt, dass du hier ja, nochmal in die Tiefe gehen kannst, um dass du Wahrheit erkennst und Klarheit gewinnst in diesem Jahr. Und dich begleitet das Zedernholz. Ja. Die Zeder bringt dir noch die Energie der Kraft mit und stärkt die Verbundenheit zu dir selbst. Und auch das Vertrauen. So, und die Botschaft der Zeder: Ich vertraue mich ganz dem Lauf des Lebens an und erkenne, ich bin stets geführt und angebunden an eine höhere Macht. Und nun schauen wir noch für dich noch die Botschaft von den Elfen. So wie die Sonne täglich am östlichen Horizont aufgeht, so wird dich dieses Sonnenjahr lichtvoll begleiten und ja, in der Tat auch für dich in deinem Leben jetzt die Sonne wieder aufgehen. Die schweren Zeiten liegen hinter dir und du kannst positiv all dem, was kommt, entgegenblicken. Etwas Neues, Überraschendes wartet auf dich. Ja, und die Energie, wer die Karte hier rechts ausgewählt hat, was begleitet dich in diesem Jahr?
Genau, du kannst deine Samen ausstreuen. Es geht auch für dich um die Liebe, um die Selbstliebe, um die, ja, eigene Kreativität geht es auch, die du ausleben darfst und die Dinge in die Entfaltung bringen. Die Elfenkarte aus meinem Karten: Leichtigkeit kehrt ein, also Verwirrungen, Unklarheiten und da, wo du noch, ja, vielleicht im Stocken warst, alles klärt sich auf und dich begleitet die Zypresse. Und die Zypresse steht auch die Energie in diesem Jahr für dich. Es geht um Selbstwert und Selbstliebe, was du auch da noch mehr verankern darfst in dir. Schauen wir mal, was die Zeder. Fließen und leben. Ich vertraue auf das Leben und weiß, ich bin stets beschützt und geliebt. Ja, die Zypresse. Und empfange du jetzt noch deine Botschaft von den Elfen dazu. Werde dir deiner Größe bewusst und lasse neue Ideen zu, öffne dich für neue Perspektiven. Steh dir nicht länger selbst im Weg und gehe entschlossen neue Wege. Und so wirst du die Gaben der universellen Quelle empfangen und wahren Zugang erlangen für deinen Weg. Ja, und so möge dich dieses besondere Jahr 2024, was ja die liegende 8 symbolisiert und gleichzeitig durch das Sonnenjahr doch sehr viel Glück und erfolgsversprechend in seiner Energie ist, so möge es dich in diesem Jahr auch erfüllt und freudvoll begleiten.